Aufgabe 6, Median berechnen. Das arithmetische Mittel ist immer dann nützlich, wenn es auf Zahlen basiert, die nicht zu weit auseinander liegen. Dies ist zum Beispiel bei einem Notendurchschnitt Zahlen von 1 bis 6 oder bei Klassengrößen maximal ca. 25 sinnvoll. Bei Zahlen, die sehr weit auseinander liegen, sagt das arithmetische Mittel leider nicht mehr viel aus. Nehmen Sie als Beispiel das Durchschnittsvermögen aller Leute in unserem Klassenzimmer. Dies wird wohl deutlich unter 1 Million Schweizer Franken liegen. Betritt Bill Gates das Klassenzimmer, wären wir im Durchschnitt, das heißt mit dem arithmetischen Mittel, plötzlich Milliardäre. Für solch stark divergierende Zahlenreihen ist darum der Median eine bessere Statistik. Der Median ist der Wert in der Mitte einer sortierten Zahlenreihe. Er wird folgendermaßen ermittelt. Also wir haben mehrere Fälle. Bei einer Zahlenreihe mit einer ungeraden Anzahl von Elementen ist es das Element in der Mitte. Beispiel der Median von 1, 2, 6, 7, 8 ist 6, weil 6 in der Mitte ist. Also bei 5 Zahlen habe ich eine eindeutige Mitte. Bei einer Zahlenreihe mit einer geraden Anzahl von Elementen ist es das arithmetische Mittel der beiden mittleren Werte. Beispiel der Median von 1, 2, 5, 6, 7, 8 ist 5 plus 6 durch 2, weil 5 und 6 in der Mitte liegen. Also die Mitte ist hier zwischen 5 und 6 und dann nehme ich einfach die beiden Zahlen rundherum und mache dann das arithmetische Mittel davon. Für eine Zahlenreihe ohne Elemente, leere Zahlenreihe, ist der Median nicht definiert. Beispiel der Median von leeren Liste ist nicht definiert. Schauen wir dann, wie wir darauf reagieren müssen. Das wäre mal die Erklärung zum Median, ein bisschen Statistikgrundlagen. Aufgabe 6.1, Testfälle definieren. Definieren Sie die folgenden drei Testfälle. Test Median for odd number of elements. Der Median einer Zahlenreihe mit ungerader odd Anzahl von Elementen soll der Wert in der Mitte der Zahlenreihe sein. Test Median for even number of elements. Der Median einer Zahlenreihe mit gerade even Anzahl von Elementen soll das arithmetische Mittel der beiden Werte in der Mitte der Zahlenreihe sein. Und dann Test Median for no elements. Der Median einer Zahlenreihe ohne Elemente soll nicht berechnet werden, stattdessen soll eine Argument Exception geworfen werden. Also meine Frage von hier ist bereits beantwortet. Führen Sie diese aus und stellen Sie sicher, dass Sie erfolgreich scheitern, das heißt kompilieren, aber nicht durchlaufen. So, also gehen wir da wieder rein. Moment noch, die sollen kompilieren, aber nicht durchlaufen, das heißt, wir müssen hier Median das schon mal vorschreiben, müsste ich vielleicht noch deutlich erwähnen, weil die Methode existiert ja hier nicht. Okay, machen wir das hier im Average-Test. Fact, wir haben den Namen gegeben, Test Median for odd number of elements, public voids. Und wir machen wieder mal unser mise en place hier, int numbers gleich null list. Und jetzt 1, 2, ungerade Anzahl von Elementen, jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Das ist schon in der Mitte, schon vorsortiert, aber macht den Test ein bisschen schwieriger. Wir müssen die 3 hier hin und die 1 hier rein. Es soll es dann selber sortieren, ist ja nicht die Sache des Aufrufers. Sie geben einfach eine Zahlenreihe mit. Dann haben wir Double Expected. Wir nehmen jetzt Double, wir übergeben zwar Int, aber beim Median kann es eben sein, dass wir einen Durchschnitt von 2 Zahlen aus unserer Reihe brauchen. Dann wird es wieder Double. Also wir erwarten 3,0 oder 3.0. Und dann machen wir noch den Average. Average gleich New Average und gehen in den Act-Teil, Actual gleich Average Punkt Mean, nein, Median mit den Numbers und Assert Assert Punkt Equal Expected Actual. Jetzt, es kompiliert nicht, wie behauptet, weil ich die Mean-Methode noch gar nicht habe. Ich mache jetzt einmal so eine Dummy-Methode, Public Double, sorry, die Median-Methode noch nicht habe. List int numbers. Ich gebe einfach mal immer minus 1.0 zurück.
muss da auch den Syntaxfehler korrigieren. Jetzt haben wir eine Dummy-Methode. Public Double. Es ist jetzt Int Actual natürlich nicht. Ich erwarte Double. Jetzt soll es kompilieren, aber scheitern. Das wäre mal die Idee gewesen. Vielleicht habe ich da diesen Rumpf hier aufsehen, diesen Kopf aussehen gelöscht. Ja, funktioniert nicht. Definieren wir noch die anderen beiden Testfälle. Testmedium for even number of elements. Ich bin jetzt mal so faul und kopiere das einfach. For even number of elements. Und hier schauen wir mal, machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Durchschnitt wäre jetzt 3 plus 4. 7 durch 2 gibt 3,5. Kann auch die Sortierung wieder etwas anders machen, sollte nicht drauf ankommen. Und das wäre dann schon der zweite Test, der wird auch nicht funktionieren. Schauen wir schon, ob zumindest der Test kompiliert und ausgeführt werden kann, ist okay. Und zum Schluss Test Medium for No Elements. Den schreibe ich wieder aus. Test Medium for No Elements. List Int Numbers gleich. Ich mache eine neue Liste. Expected haben wir nicht, aber Average haben wir. Acts Double Actual, nein, wir haben wieder Acts und Assert in einem, weil wir eine Exception erwarten. Throws, was erwarten wir? Eine Argument Exception soll wieder geworfen werden. Und das prüfen wir so, indem wir es einfach mit dieser Liste aufrufen. Nein, nicht average, sondern number natürlich. Fact sollte ich noch richtig schreiben. Und jetzt haben wir die drei Tests beisammen. Ich kann das mal stagen hier. Und vielleicht das Ganze ein bisschen, ich lasse es so wie es ist. Blende das hier aus, haben wir auch genug Platz. Ich führe nochmal die Tests aus. Okay, erfolgreich gescheitert. Fehler 2. Das hier hat, fragen wir warum 2. Ja, schauen wir dann gleich, wir bringen nachher alles zum Laufen. Was jetzt genau gescheitert ist und was nicht, ist eine andere Frage dann. 6.2. Median implementieren. Implementieren Sie nun die Methode Median, welche eine Zahlenreihe entgegennimmt und das gewünschte Ergebnis berechnet. Führen Sie dabei immer wieder die Tests aus, um zu überprüfen, ob alles wie gewünscht funktioniert. Sie können das schrittweise machen, jetzt ohne große Einführung ins Test-Driven Development. Schauen wir einfach mal, dass wir diesen Fall hier im Griff haben. Also wir haben eine Anzahl, numbers.count. Und wenn das eine ungerade Anzahl ist, also modulo 2, wenn das 1 ergibt, was machen wir dann? Wir können zum Beispiel mal numbers sort, das ist eine in-place-Sortierung, also verändert numbers, jetzt ist die Zahlenreihe sortiert. Und jetzt ist die Frage, wo ist jetzt der Wert in der Mitte? Belegen wir mal, wir haben den Index 5, also sagen wir jetzt mal n gleich 5. Und wenn ich jetzt die Mitte nehme, n durch 2 in Teach-Division, es gibt 2.5, wird dann abgerundet zu 2 und wir fangen bei 0 an zu zählen, 0, 1, 2, dann bin ich in der Mitte. Kann ich es mal so versuchen, return numbers, numbers count durch 2 und jetzt sollte vielleicht dieser Test bereits durchlaufen.
Jetzt haben wir noch einen Fehler, also das scheint funktioniert zu haben. Wir werden es dann beim Thema Refactoring noch anschauen, aber jetzt funktioniert mein Test, jetzt kann ich noch den Code verschönern. Was mir auffällt, wir greifen mehrmals auf Count zu, hier haben wir mit der Bezeichnung n gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das in konstanter Größe zugreifbar ist, aber wir können ja mal hier dieses n abspeichern. Das ist dann ein bisschen kürzer. Und hier können wir dann auch n durch 2 schreiben. Ist ein bisschen klar, finde ich. Schauen wir, ob der Test noch läuft oder ob wir was kaputt gemacht haben in der Zwischenzeit. Nein, es funktioniert noch. Das wäre der erste Fall gewesen. Jetzt bin ich schon weiter hier mit dem Implementieren. Jetzt noch für eine gerade Anzahl. Im else-Teil. Und jetzt müssen wir hier die beiden Elemente in der Mitte rausfinden. Und das wäre jetzt eben n durch 2 und n durch 2 plus 1. Rechnen wir es mal nach. Wir haben jetzt hier 6 Elemente. N gleich 6. N durch 2 gleich 3, wenn es mir recht ist. 0, 1, 2, 3. Ah, dann habe ich schon das obere Element. Und ich muss dann noch das untere nehmen. Sagen wir dann m. Also wir können das dann vielleicht i nennen oder nennen wir es j und das i wäre dann das j-1 zum Beispiel. Dann habe ich die beiden Indizes gefunden. Man kann es in einem Ausdruck machen, machen wir es schnell ein bisschen ausführlicher. Also wiederum numbers.sort muss ich machen. Refactoring kommt später. Var oder nennen wir vielleicht lower. Oder es geht um Indizes, j gleich n durch 2, i gleich j minus 1, habe ich hier oben geschrieben. Und dann return, jetzt könnten wir theoretisch das von oben wieder verwenden, wobei wir dann eine Liste aufbauen müssten. Aber wir können es auch uns direkt so denken, numbers i plus numbers j durch 2. So sieht das aus. Und jetzt schauen wir, ob dieser Test explizit funktioniert oder ob wir da etwas Falsches überlegt haben. While is differ, actual 3. Ist die Frage, ob ich hier eine Integer-Division gemacht habe. Testen wir es nochmal. Jetzt ist es durchgelaufen, wir haben es gar nicht gemerkt. Okay, das hat funktioniert. Ich habe halt durch einen Integer dividiert, dann wurde es abgetrennt, weil Numbers sind ja auch als Integer. Das hat funktioniert. Jetzt noch den anderen Fall hier, das ist mittlerweile ausgegraut, weil entweder if oder else ausgeführt wird. Moment, noch Refactoring, number sort machen wir in beiden Fällen, also können wir es nach oben nehmen. Und hier rauslöschen. So, schauen wir, ob der Test noch funktioniert wie vorher. Hier am Icon erkennen, ja, der funktioniert und der vorherige. Auch der funktioniert noch. Sehr gut, jetzt haben wir noch einen dritten Test hier. For no element, was passiert da? Der müsste eigentlich scheitern, wenn es recht ist. Der läuft durch. Moment, ich rufe den falsch auf. Median, ohne berechnen. Dann hat er die ganze Zeit funktioniert. Also man kann auch falsche Tests schreiben und sich dann in falscher Sicherheit wiegen. Ist mir vorher passiert, aber jetzt ist es passiert, er hat nicht das geworfen, Argument Out of Range Exception hat er geworfen, statt Argument Exception. Out of Range, weil wir übrigens eine leere Liste, die Anzahl 0 modulo 2 gibt nicht 1, sondern 0. Und jetzt sind wir dann irgendwo, greifen wir dort in der Liste auf Indizes zu, die nicht existieren, wird diese Exception geworfen. Also machen wir es anders.
Fangen wir vielleicht an, machen wir das zum else-if-Teil und fragen, ob n vielleicht 0 ist. Und werfen wir dann die Argument Exception cannot compute median of empty lists. Und das brauchen wir dann nicht mehr. Wir haben dann alle drei Fälle abgedeckt: if, else if und else. Vielleicht noch Code formatieren, kann nicht schaden. Und dann führen wir es nochmal aus. Min für eine Leerliste hatten wir vorher schon. Das funktioniert jetzt. Okay, jetzt sollte alles in Ordnung sein. Mach noch einen abschließenden Test. Elf-Test erfolgreich. Was haben wir sonst noch zu tun? Testdefinition anpassen. Verwenden Sie nun die beiden Testfälle, Testmedian for Odd Number of Elements und Testmedian for Even Number of Elements, indem Sie bei der Liste jeweils zwei weitere Werte hinzufügen, bringen Sie durch den Test zum Scheitern. Passen Sie anschließend Ihren Erwartungswert an, sodass die Tests wieder durchlaufen. Okay, wir sollen das noch ein bisschen erweitern. 1, 3, 4, 5 haben wir hier drin. 6, 7. Sollte jetzt nicht mehr laufen. Ja. Tatsächlich Wert ist 4. Das ist ja wenig überraschend. Der sollte jetzt auch in der Mitte sein. Passen wir das Expected an. Dann läuft es wieder. Wie sieht es hier aus? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der sollte jetzt scheitern. Tatsächlich war 4,5. Also können wir das Expect wieder anpassen. Geht ja einfach mal ein bisschen darum, mit den Testdaten rumzuspielen. Auch das läuft wieder. Testen nochmal alles zusammen. Das funktioniert. Eingabedaten randomisieren. Verändern Sie die Reihenfolge Ihrer Zahlenreihe mehrmals. Laufen die Tests nach jeder Änderung immer noch durch? Wenn ja, ist Ihre Implementierung bereits solide genug? Wenn nein, müssen Sie Ihre Implementierung noch erweitern. Schon gespoilert. Wir haben es sortiert. Wir haben es schon randomisiert. Das können wir uns schenken. Wenn wir es jetzt nicht sortieren würden, vielleicht schauen wir es nochmal an. Wir haben es ja extra schon randomisiert. Geschaffelt, durcheinander gebracht. Es funktioniert immer noch aufgrund eines Zufalls, weil jetzt diese Zahl hier wieder in der Mitte liegt. Wir können es vielleicht hier die 7 hinschreiben und die 4 hierhin und schauen, ob es dann immer noch klappt. Wir sortieren ja nicht mehr. Jetzt scheitert es. Und wie sieht es hier aus? 4,5, da liegt alles in der Mitte. Hier die 1 hin und hier die 4, vertauscht wir die beiden Zahlen. Jetzt sollten eigentlich zwei Tests scheitern, wenn mir recht ist, weil einfach das da addiert wird. Genau, also wir müssen das hier sortieren, sonst funktioniert das nicht, außer die Daten sind schon vorsortiert, womit wir nicht rechnen dürfen. Also jetzt klappt wieder alles und damit wäre diese Aufgabe 6 auch zu Ende. Ich stage das noch, committe das, Exercise 6. Und dann sind wir eigentlich fertig. Die ganz motivierten unter Ihnen können noch für die Zusatzaufgaben bleiben. Bis dann.